Und dann bekam unsere Firma... Nach der Lehre als kaufmännische Angestellte im Transithandel von 1938 bis 1940 bekam Emmy Füllenbach über das Arbeitsamt eine Stelle zugewiesen. Die Firma hieß Grotjan & Co., war im Export und Großhandel tätig und erhielt im Herbst 1940 einen Auftrag von der deutschen Militärverwaltung zur Versorgung der Zivilbevölkerung in der Ukraine. Emmy Füllenbach folgte ihrem Chef und war so vom Oktober 1940 bis Januar 1943 in Stalino in der Ukraine im beruflichen Sondereinsatz. Dahin gefahren und hat geschrieben, ob ich nicht nachkommen wollte. Er bräuchte eine weibliche Hilfskraft. Und ich war ja begeistert. Ja. Und dann sollte ich vor Weihnachten fahren, das wurde nichts, und dann bin ich Anfang Januar gefahren. Da hat mich die Familie nach Berlin gebracht und dann traf ich Herrn Grotjan, der hier allerhand zu erledigen hatte. Und wie ich über die Grenze kam, wurde die Grenze für Zivilpersonen geschlossen. Also als Sie schon dort waren? Ja, ich war im Zug nach Stalino. Und er war in Deutschland. Ach, und konnte ich bin nicht dann wieder hin. Und Sie waren dann allein dort? Ja, ich war aber unter Begleitung. Also ein Oberkriegsverwaltungsrat. Der hatte drei Sterne. Und da bin ich in Stalino angekommen, wohnte bei einer jungen Familie. Anja und Loni und der kleine Worwa, der war 3 Jahre alt, der weckte mich jeden Morgen um 5 mit einem Kuss und sagte, Emmy, ich liebe dich. Also da wurden Sie gut empfangen von der Familie. Deshalb mache ich das extra, dass ich da besonders gut und warmherzig empfangen wurde und verwöhnt wurde in dieser Familie. Ja. Und habe dann gearbeitet mit einigen Herren, die von unserer Firma angestellt waren. Und einigen Sonderführern. Aber ich weiß nicht, es war nicht mehr lange. Da kam der Bescheid, also alle Frauen, wir waren 2 Frauen, eine Frau von der Firma Lotte Boom. Alle Frauen müssen Stalino verlassen, weil der Russe kam, Stalingrad, der Ring war geschlossen. Und wir haben auch gearbeitet bis Ende Juli. Welchen Jahr, was darf ich nicht? 43, ja. Oh, da waren Sie also ganz jung noch. Ich war 21. Ja, und Ihre Eltern hatten zugestimmt. Die hatten nichts dagegen gehabt. Ja, ich war ja nicht. Ja, gut, aber in der ja, damals der hat man es nicht getan. Ja. Und dann bin ich, hat Herr Grotjan die Firma aufgegeben, weil hier die großen Angriffe gewesen waren, wegen seiner Familie. Und ich musste zum Standortarzt kommen. Und er sagte zu mir, meine Mandeln müssen raus, ich müsste nach Hamburg fahren. Dass ich ganz entsetzt war, warum müssen meine Mandeln raus? 7 Tage Fahrt waren das damals. Und mit dem Zug, oder wie Sie ja. Sie wären gern geblieben dort, oder? Ja, ja. Und ich bin dann aber doch gefahren, habe gedacht, da machst du Urlaub und fährst wieder zurück. Und wie ich in Hamburg ankam, noch meine Mutter Stalino ist in russischer Hand. Also hatte der Arzt mich nur weggeschickt. Und das Ganze war unter dem Dach des Wirtschaftsstabes Ost. Genau. Von Anfang an gewesen. Das heißt, auch die Firma ist dorthin gekommen. Von dem Augenblick an, wo ich da rausgefahren bin. Ja. Ne? Also, oder wo mein Chef da war. Und da sind Sie praktisch auch dort eingetreten in die... in diese Art Militärverwaltung, also waren Sie auch Mitglied? Ja, ich wurde da praktisch so automatisch übernommen. Wie ich in Riga war, kam ein ganz junger Soldat zu mir und sagte, ich bin getürmt. Können Sie mich nicht heute Nacht in Ihrem Zimmer unterbringen? Also das kostet ja auch mein Leben, ne? Nein, das kann ich nicht, aber ich tue ihn doch gar nichts. Und daran hatte ich gar keine Zweifel. Dann habe ich ihn dann doch mitgenommen. Und dann kam auf einmal die Kettenhunde. Kennen Sie die? Das ist die Polizei der Wehrmacht. Und ich hörte die schon, dass sie an die einzelnen Zimmertüren klopften. Und da habe ich ihn in den Kleiderschrank gesteckt und habe diesen roten Ausweis genommen und den gezeigt. Da sind die gar nicht erst reingekommen bei mir. Ja, das war natürlich ganz geschickt. Aber das wäre sonst böse ausgegangen. Hätte böse ausgehen können. Ja. Das
Welche Strafe hätten Sie da erwarten müssen? Bestimmt Todesstrafe, das hieß Verrat. Das war im Krieg, ne? Wenn du einen Deserteur versteckst. Für beide. Für beide, ja. Oh, da war Herrin bestimmt sehr dankbar danach. Mir ist das eigentlich erst viel später richtig zum Bewusstsein gekommen. Und er ist dann nur diese eine Nacht bei ihm gewesen. Ja, ich bin dann ja weitergefahren nach Lippau. Darüber war ich dann froh. Vielleicht hat er das geschafft dann, ne? Ja. Wenn ich jetzt zurückdenke, in wie viel Gefahren ich gewesen bin, ja. Das habe ich aber damals nicht mitgekriegt. Mhm. Das war so. Ich bin nur, wie ich von Schellatten nach Hamburg kam, da musste ich zum Teil zu Fuß durch Niedersachsen laufen. Und wir waren aus einem Zug ausgestiegen, vorher waren Bombenangriffe gewesen und gingen über eine Wiese. Und ich gucke auch einmal nach oben und denke, was kommt denn da? Ist das eine Bombe oder ist das ein Flugzeug? Und da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ne? Mhm. Wie ich wieder zu mir kam, da stand ich am Rand von einem Bombenkrater. Oh, knapp. Da konnte ich mich aber wieder bewegen. Da habe ich mich erstmal hingesetzt. Ne? Ja, ja. Und haben Sie später mit Ihren Eltern darüber, über die Zeit sprechen können, offen, oder wurde das auch ausgeklammert? Wie der Krieg jetzt zu Ende war, da bekamen wir ja Bescheid, wir durften 2 Tage die Häuser nicht verlassen und wir sollten jeder ein Stück Zeug abgeben für die Menschen, die im KZ waren. Das hat uns furchtbar irritiert. Daran will ich nur mal darstellen, wie wenig wir eigentlich davon wussten. Wir hatten ja auch nach 6 Jahren fast kein Zeug gekriegt, ne? Und sollten nun was davon noch abgeben. Also das fanden wir merkwürdig. Später wussten wir natürlich weshalb, aber anfangs haben wir das nicht gewusst und nicht mitbekommen. Und ich bin so viel rumgekommen, ich habe nicht einmal einen Zug gesehen, der mit zu den KZs gefahren ist. Ich habe es nicht gesehen.